willkommen zu einem neuen Video. Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind mittlerweile in der Nähe von Gijón angekommen und haben uns hier auf so ein schönes Stellplätzchen hier gestellt. Genau, wir sind jetzt schon hier seit 2 Tagen und es ist richtig schön. Das haben wir uns so irgendwie jetzt nach so vielen Reisetagen uns gewünscht, mal an einem schönen Platz zu landen, wo wir halt mal auch 2-3 Tage bleiben können. Ja, und vor allem ist es hier nachts auch schön warm und tagsüber auch so, dass wir sogar heute das erste Mal draußen duschen konnten, was richtig schön war. Ja, hat richtig gut getan. Wahrscheinlich haben wir heute noch einen richtig schönen Sonnenuntergang und ja, wir kochen uns heute Abend einfach nur noch ein bisschen was und in dem Video wollen wir es bis runter nach Südspanien schaffen. Ja, denn wir sind auch nicht ganz alleine, also hier schon. Aber wahrscheinlich sind wir am Ende des Videos nicht mehr ganz alleine, denn wir kriegen Besuch. Kann man so sagen. Oder? Kriegen wir Besuch? Ja. Ja, also wir treffen uns. Die Reise geht nicht alleine weiter, sagen wir es mal so. Klar. Wir haben uns vorgenommen, heute um 8 Uhr loszufahren und es ist 8 Uhr. Ja, wir verlassen heute diesen wunderschönen Platz, aber wie ihr sehen könnt, es ist sehr verregnet und deswegen fällt der Abschied nicht so schwer. Und genau, wir machen uns jetzt wieder auf Richtung Sonne, würde ich sagen. Ja, wir haben so 530 Kilometer vor uns. Ne? Heutiges Wenn wir dann die Sonne nicht finden. Na gut, dass wir hier Kaffee dabei haben, mit dem tristen Wetter. Okay, also wir sind jetzt auf 1100 Meter Höhe angekommen. Es ist richtig kalt draußen, aber die Sonne scheint und ich glaube, wir suchen uns gleich mal einen Rastplatz, um schön zu frühstücken. Jetzt sind wir schon 120 Kilometer gefahren und so langsam rummelt uns der Magen. So, wir sind jetzt gestärkt. Und haben hier eine schöne Pause verbracht. Es ist erstaunlich ruhig hier auf der Raststätte, die direkt neben der Autobahn liegt. Und jetzt geht es für uns weiter. Wir haben noch 350 Kilometer vor uns. Angeblich wären wir um 15.30 Uhr da. Ich bin mal gespannt, ob wir das einhalten können. Wir sind jetzt 350 Kilometer gefahren. Das Wetter ist richtig gut. Jetzt müssen wir noch mal kurz was einkaufen gehen. Und dann müssen wir auch noch mal kurz bei einem Elektrofachhändler vorbei. Ich brauche noch ein bisschen Technikgedöns. Und dann ist es heute Abend soweit. Wir sind richtig aufgeregt. Ja, weil wir uns... vielleicht könnt ihr es schon erraten, mit wem wir uns treffen. Um 18 Uhr wollen wir da sein. Also ich glaube, 15.30 Uhr schaffen wir nicht. Das Navi ist halt immer viel zu schnell und wir... Ja, ne? Wir tuckern so mit 80 km/h immer so. Dass der noch nicht verstanden hat, dass wir nicht so schnell sind. Kann man auch nicht einstellen, aber gut, wir haben ja Zeit. Hier geht die Sonne um 18 Uhr unter, von daher kommen wir noch im Hellen an. Gleich zum Sonnenuntergang, weil da soll ein schöner Sonnenuntergang sein. Das wäre perfekt. Wir stehen dann natürlich wieder
so wie es aussieht, am Wasser. Und heute Nacht soll es wieder ein bisschen kälter werden, was natürlich nicht so ideal ist, weil Wasser Kälte anzieht. Aber wir haben ja Wärmflaschen und unseren tollen Tontopfofen. Oh ja, da müssen wir noch Teelichter kaufen. Ja, unbedingt. I've said it many times, I know. I would change my ways, I know for sure. Also der Einkauf hat uns jetzt 33 Euro gekostet und ich würde mal sagen, alles ist aus Spanien, oder? Was wir hier gekauft haben. Die meisten Sachen, glaube ich, ja. Also Obst. Genau. Außer, ja klar, Kokosmilch oder Reis kommt natürlich nicht aus Spanien. Aber der Tofu vielleicht auch nicht, aber ansonsten Obst und Gemüse kommt alles hier aus Spanien. Mega cool. Und 33 Euro, jetzt auch nicht so mega teuer. Auf jeden Fall, glaube ich, günstiger als in Deutschland. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. Ja, wir sind gleich an unserem Stellplatz, aber irgendwie haben wir einen falschen Standpunkt angeklickt. Also wir haben uns irgendwie so um eine Viertelstunde verfahren. Also wir sind erstmal an dem Platz irgendwie dran vorbei und ja, hoffentlich ist es jetzt der richtige. Weiß nicht, was da passiert ist. Glitch in der Matrix. Leider haben wir den Sonnenuntergang, glaube ich, dann verpasst, aber es ist noch relativ hell, dass wir auf jeden Fall noch einen schönen Himmel sehen werden. Das ist einfach ein richtig, richtig schöner Platz und wir warten jetzt noch auf unsere zwei Freunde, die auch schon hier unterwegs sind und dann kochen wir uns was Schönes und setzen uns in unseren Van und ich glaube, wir haben ganz viel zu bequatschen. Oh, wir hatten einige Kommentare unter unserem letzten YouTube-Video und auch einige Nachrichten bekommen, dass ein paar Leute sich Sorgen machen, wie man ohne Standheizung hier in Europa überhaupt überwintern kann. Und ja, wir bleiben natürlich nicht in Nordspanien. Wir haben ja natürlich selbst nicht so viel Lust drauf, die nächsten Monate und Wochen zu frieren, denn auch in Spanien kann es sehr kalt werden. Zum Beispiel hier in der Mitte des Landes, in Salamanca, werden es heute Nacht nur 2 Grad, also ähnlich kalt wie deutsche Nächte. Tagsüber dafür ein bisschen wärmer, aber das ist natürlich nichts, was wir uns jetzt für die nächsten 6 Monate antun wollen. Also seid gespannt, Ende November, glaube ich, können wir verraten, wohin es für uns wirklich geht. Und jetzt gibt es erstmal Essen. Hallo? Was machen Sie? Ich schneide ein Video zusammen. Ich sehe noch gar nichts zu essen hier. Ich habe angefangen zu kochen. Ach so, ja danke. Dann komme ich später wieder. Tschüss. The only thing that was for me. And I saw the angels coming down. And they sang a song and sang it loud. And I still remember parts of it. Con tus labios rosados, yo me muero por una prueba de placer. Siempre que estoy a tu lado, lo que siento, nadie más lo podrá saber. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. ¿Qué pasó en tu y yo? Solo cuenta todo. Y si tú quieres te pone a buscar. Como tú lo mueves, pa pam pam, haciendo locura en la mañana. Si el
quien te pregunta no ha pasado nada. Solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame. Ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame. Ven y atrápame. Ja, wir haben jetzt hier lecker gefrühstückt. Und ja, die zwei netten Leute, die ihr schon gesehen habt, die werdet ihr wahrscheinlich öfter im Video sehen, denn mit dabei ist ja Robin! Und Luna ist auch mit dabei. Und wo ist Lea? Da ist Lea. Ja, wir reisen jetzt nämlich noch eine ganze Weile durch Südspanien und ja, wir sind alle zusammen hinten. Smelly, du spülst schon fleißig ab. Ich bin auch noch dabei. Natürlich. Deswegen sieht man unsere Gesichter jetzt ab und zu mal öfters hier. Ja, wir haben uns ja in Schweden getroffen und da haben wir uns so gut verstanden, dass wir gesagt haben, lass doch mal. Kann man auch ein bisschen zusammenreisen. Ja, genau. Wir freuen uns schon auf den warmen Winter. Ja, wo wir den genau verbringen, das verraten wir euch am 28. November. Weiß ich gar nicht, also eine Woche nachdem dieses Video online kommt und wir pflegen uns jetzt in die schöne Sonne, denn wir haben es gefunden. Es ist so schön warm hier. So schön. Ach, herrlich. Hier ganz schön windig geworden auf dem Platz und der Wind ist auch ein bisschen kalt. Jetzt hatten wir eine Lagebesprechung und haben uns jetzt entschieden, so eine Stunde weiter von hier zu fahren in so einen schönen Platz. Wir sind jetzt auf jeden Fall in der Stadt Caceres angekommen und die Mädels haben ein schönes Kaffee ausgesucht und da schlendern wir jetzt mal ein bisschen hin und genießen die schöne Mittagssonne. Seid ihr bereit da hinten? Ja! Kaffee! Kaffee haben wir getrunken und jetzt sind wir gestärkt. Und jetzt gucken wir uns mal die Altstadt von Caceres an. Vielleicht haben wir ja sogar einen schönen Sonnenuntergang. Also hier sieht es schon mal richtig nice aus. Man muss wissen, dass die Gegend hier, Extremadura, also das Bundesland oder die autonome Region hier in Spanien, eine der am dünnsten besiedelten Gegenden ist in Europa und natürlich auch in Spanien. Und es hier kaum Städte gibt, die sehr groß sind. Also es gibt ja eine einzige Stadt, die 100.000 Einwohner hat und Caceres hat knapp unter 100.000. Es gibt hier sehr viele kleine Städte, genau, und sehr viele alte Städte. Und das gefällt uns bis jetzt schon ganz gut. Und jetzt wollen wir uns nochmal einen schönen Platz suchen, wo wir uns den Sonnenuntergang anschauen können.
Wow, also das hier ist super, super, super schön. Leider findet man hier nicht so einen Platz, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Aber der Mondaufgang, der ist fantastisch. Caceres ist eine sehr, sehr schöne Altstadt. Erinnert uns so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob man das so richtig ist, aber so ein bisschen an die maurische Kultur. Und wir laufen hier alle durch die Gegend und sind total geflasht und fragen uns, ja, wieso das Leben hier so vor 1500 Jahren war. Oder vor 200 Jahren. Auf jeden Fall ist es richtig, richtig schön. Genau, jetzt gucken wir mal, dass wir noch was Schönes finden, wo man den Mond einfangen kann. Ja, das ist so schön hier, aber es ist jetzt schon langsam richtig kalt und hier wird irgendwie ein Markt aufgebaut, aber wir wissen noch nicht, wann das losgeht. Aber ich denke, wir werden jetzt heute erstmal weiterfahren, damit wir nicht so im Dunkeln an unseren Stellplatz ankommen. Und vielleicht kommen wir aber die nächsten Tage nochmal vorbei. Schauen wir mal. Okay. Okay. Ja. Wow, wir sind jetzt gestern Abend hier angekommen. Gar nicht gesehen, dass das hier so schön ist. Es ist hier der höchste Punkt von Caceres. Hinter uns ist ein Kloster und ja, wie gemütlich kann man sich das eigentlich auf einem Parkplatz machen. Wir haben heute Morgen ein bisschen Yoga gemacht und jetzt schon schön gefrühstückt. Die anderen räumen jetzt hier schön auf. Und ja, dann gehen wir heute nämlich nochmal in die Stadt Caceres runter. Denn von heute bis Sonntag ist ein Mittelaltermarkt in der Stadt. Und was haben wir denn für ein Glück, dass wir gerade zur richtigen Zeit dort sind. Und ja, ich glaube, das wird richtig schön. Also wir sind jetzt auf dem Mittelaltermarkt. Wir hatten ja gestern entdeckt, dass hier so ein paar Stände aufgebaut werden. Und wir wussten nicht genau, was für ein Markt das ist. Aber das ist ein Mittelaltermarkt aus drei verschiedenen Kulturen. Das ist aus christlicher, jüdischer und, was war das dritte nochmal, orientalischer, genau, Kultur. Und ja, das sieht mega schön schon mal aus. Wir freuen uns mega. Hoffentlich finden wir ein paar schöne Schätze. Und was zu essen. Ja, es sind ja auch schöne Schätze. Stimmt. Läuft schon, ne? Okay, dann sind wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, wenn ja, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und wir lassen es uns jetzt hier nochmal gut gehen auf dem Mittelaltermarkt. Der gefällt uns nämlich richtig gut. Ja. Ich glaube, jetzt holen wir uns noch was zu essen. Oh ja. Und ja, dann wünschen wir euch ja, genau, alles Gute. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüssi. Mittelaltermarkt ist halt sehr fleischlastig, also es ist super schwer, was Veganes zu finden. Jetzt haben wir einfach so ein Dürre mit Gemüse, also Salat, Pommes und Ketchup. Guten. Ich hätte gedacht, das wäre vielleicht gerade mit so Französisch. Dijon. Stimmt, das ist Französisch. Dijon. Vielleicht spricht man es auch Guillon aus. Guillon? Vielleicht spricht man es falsch aus. Oder Chang Gong? Dijon? Oder wie hast du gesagt? Du hast gesagt, das ist Chinesisch. Das ist gut. Dijon. Ja, das ist anders gesagt. Dijon. Dijon. Dann. Wie im Autobahn, das ist anders gesagt. Also, Chang-Gong? Kim-Jong? Kim-Jong. Kim-Jong. Na gut, komm, gehen wir rein. Ja.